Hallo und herzlich willkommen zum Gameplay-Video zu Champions of Regnum. Ich habe jetzt bis 46, ja, 70% gelevelt. Und ich habe jetzt zwei Quests zum Abgeben. Ah, das ist vorne, okay. Also gehen wir mal noch kurz nach vorne und geben die eine Quest ab und die andere ist ein Mondsognier. Danach gehen wir ein bisschen schauen, ob wir ein bisschen Reichsschlachten machen können. Jo, zuerst einmal Dankeschön, dass ihr das erste Video so gut geschaut habt. Bitte schaut auch ein bisschen weiter. Ihr dürft ja wählen, wann ihr das Video schaut. Am besten, wenn ihr dann natürlich genug Zeit habt. Weil eben das Spiel Regnum ist jetzt gerade im Moment, solange ich noch hochlebe, nicht so interessant, um einen Livestream zu machen. Ich werde natürlich dann sofort wieder, ja, Livestreams machen, aber es muss sich natürlich auch lohnen. Ich bin momentan echt sehr im Sport und fürs Lernen von Fremdsprachen und ja, wir sind meine Intelligenz aufbauen sehr beschäftigt und deshalb habe ich da manchmal auch nicht so viel Lust immer zu streamen. Aber es kommt wieder, es wird alles wieder besser, weil ich merke, ich habe auch Erfolg und das tut mir natürlich auch ein bisschen aufpowern. Nur ist es momentan einfach zu heiß. Versteht ihr? Wahrscheinlich, oder? Aber es ist bei uns deutlich heißer als zum Beispiel ja, in Deutschland, wo es flach ist oder so, weil die Plateaus natürlich viel mehr angeschienen werden und auch ein bisschen höher liegen, also nicht viel höher, aber genau dort, wo es am heißesten ist, also so bei ja, 500 Meter hoch. Und deshalb, ja, bin ich hier immer am Schwitzen und deshalb möchte ich jetzt nicht so viel Livestream. Wir haben aber bald wieder ein bisschen kühler hoffentlich und dann geht es wieder ein bisschen mehr los. Hä? Ihr dürft gerne auch noch mal schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Ich bin jetzt immer noch auf der Suche nach ein paar Extra-Games, die euch gefallen. Und das dürft ihr natürlich gerne dann da in die Kommentare schreiben und so weiter. Jo, wir haben jetzt gerade, das ist die Steuerung wieder gerade ein bisschen kaputt. So, wir haben jetzt gerade noch eine Quest bekommen. Ja, das Biss ist leider nicht so gut, aber ich habe zwei Überraschungsboxen, die machen wir auf. 28.000 Goldmünzen. Was ist denn das für ein Scheiß? Erfahrung plus 55. Ist gut. Das werde ich morgen früh oder so einsetzen, wenn ich dann ein bisschen alleine trainieren kann, ein bisschen leveln kann. Und jo, schauen wir mal, was hier denn los ist. Also wir müssen wahrscheinlich nur durchlaufen. Ja, doch irgendwann jemand töten. Ausgewachsener Schneewolf. Seit wann ist die Quest eigentlich aktiv? Das sind ja ganz schwache Gegner. Ich tue sie eigentlich weiter unten gerne jagen. Machen wir die Quest gerade noch. Und schauen dann noch wegen anderen Quests. In Hauptstadt könnte noch eines sein. Bei Gokstadt war, glaube ich, keine mehr. Ich glaube, es gibt gar keine Quest jetzt gerade momentan noch. Oh, es ist nur ein Wolf hier. Das ist ein bisschen blöde. Ja. Aber es geht eigentlich gut, man kann noch relativ gut leveln momentan. Wir müssen einfach wieder an Geld kommen, eine Passive Card holen und das aufladen. Ah, das Problem ist halt einfach, dass es so schwer geht. Meine Schwester mal fragen. Die kann das einfach besser, weil mein Vater ist momentan so kaputt. Und ich leider auch. Und deshalb kann ich da nicht so schnell irgendwo hinfahren. Mit dem Postauto, das ist so schlimm. Die sind so mega langsam. Nicht so wie Stadtbusse. Nee, die sind so mega langsam. Und das ist halt einfach das Problem. Wir haben in der Schweiz ein Postauto, die einfach so ein bisschen in der Landschaft, in Dörfer herumfahren. Was wirklich eigentlich nicht so toll ist, weil die auch ein bisschen mehr Lärm machen und alles. Naja. Und Fahrrad habe ich jetzt gerade momentan keins. Ja. Ich darf irgendwie kein Motorrad kaufen oder sonst irgendwas. Und ja.
Ding will ich überhaupt nicht fahren, Auto. Egal ob Strom ist oder so. Das ist einfach nicht so toll. Wenn ich doch schon ein Weltenretter sein muss, weil die anderen Menschen nichts machen. Es machen einfach viel zu wenig Leute etwas für die Gesundheit oder für die Natur oder so. Sie werden meistens verpönt oder sonst irgendwas dabei. Hey, hallo, alle Menschen brauchen das. Und wenn sie es nicht bekommen, dann werden sie wütend und dann wüten sie herum und machen Demonstrationen und so Sachen. Viele Menschen denken einfach falsch. In letzter Zeit denken sie einfach nur, ja, komm, machen wir Demonstrationen oder sonstige Sachen und dann wird es besser. Aber solange nicht jemand in die Regierung kommt, der mal nicht geldsüchtig ist und nicht auf sich schaut, so mega eitel tut oder so, wird nichts passieren. Deshalb möchte ich das auch unbedingt machen, oder? Ja, und eben deshalb bin ich auch mega oft am Sachen lernen. Also momentan bin ich wieder auf meine Mathe-Sachen angewiesen, damit ich natürlich auch ein bisschen die Tests und so durchhalten muss. Also kann, oder? Weil ich sonst weiß ich natürlich nichts in den Tests. Und ich bin am Sprachen lernen, also das sehr viel. Jetzt momentan Spanisch als Zweitsprache. Sonst halt Englisch, wo ich lerne. Und ich hoffe, dass ich relativ schnell das alles lernen kann. Ich werde auch irgendwie besser, man merkt es. Also wenn man halt auch etwas macht für dich, also dass man etwas lernen will oder etwas lernt, dann wird man auch immer wie besser, aber man muss halt nicht runterfallen ins tiefe Loch oder so. Weil die Menschen fallen immer wieder tief in irgendwelche Krisen und dann hören sie wieder auf zu lernen und so weiter. Es wäre besser, wenn die Menschen wirklich alles durchhalten könnten. Ja, die Menschen brauchen wieder Kraft, die müssen wieder irgendwas machen, was ihnen Kraft gibt. Weil das ist wirklich momentan. Diese Stimmung, ich mag nicht, ich will nichts machen. Langsam werden alle depressiv, habe ich so das Gefühl. Genau, das ist eine Depri-Stimme. Stimmung, also ja. Genau das ist es, oder? Und das macht mir jetzt momentan halt auch wieder viel Sorgen, weil ich jetzt wieder ein bisschen mehr auf das schaue. Und jo, ich möchte einfach etwas ändern. Etwas Gutes. Den Menschen wirklich mal wieder Mut geben, etwas zu machen. Ah, wie hin und her, hin und her. Blöde Quests. Ich dachte, ich könnte schon viel früher jetzt Reichsschlachten machen. Ist ja auch wieder ein bisschen etwas los. Also die Eisen sind wieder ein bisschen mächtiger geworden. Die sind wieder langsam ein bisschen da. Ja, jetzt müssen wir ausgetrockneten Höhe noch gehen und dann bekommen wir einen Hammer über, den wir gar nicht brauchen. Ja. Und überall gibt es jetzt Hexen. Wurden die gepafft plötzlich? Es gibt nur noch Hexen-Noobs, also Leute, die halt irgendwie kurz hochleveln und dann wieder verschwinden und dann sieht man sie nie mehr. Irgendwie habe ich so das Gefühl, einfach die Spiele machen irgendwas, was ihnen nicht weiterbringt. Nur Schrott und so Sachen. Ja, da kommt man nicht so gut hoch. Und doch hier kommt man hoch. Ja, ich wusste, dass man hier hochkommt. Weil manchmal hat man einfach keine Lust, links umzugehen, um den Berg hier. So, jetzt müssen wir. Hä, man muss mit jemandem sprechen. Ah, das ist die Quest jetzt. Okay. Okay. Dann muss ich kurz schauen, wo man hier durch muss. Ja, einfach hier rechts halten und dann geradeaus. Ach ja, gibt doch noch ein paar Quests, aber sie sind zu low-levelig. Ich habe halt schon extrem gefarmt. Was ich eigentlich gefunden habe, ist, ja, Wunderheiler-Handschuhe für Beschwörer Level 55. Dann ein kleiner Nephrim. Der ist auch ziemlich gut. Also er hat nur 2%, aber er ist relativ gut. Dann ein besseres Ritterschild für den Ritter, der ist aber zwar erst Level 40, aber in 4 Level hat er dann ein gutes Schild. Ja, dann noch ein Schamschirhelm für Ritter 42, ist auch gut natürlich für ihn.
Und ja, dann hätten wir eins für den Barbaren ab Level 48, also in zwei Level oder in ander, ja, ein Level und ja, 10 oder 15%. Danach, ja, Anwend Turin plus 6%, sehr gut. Durchbohrschadenbonus plus 3 beim kleinen Jade. Und Hosen, Hose des Abgrunds für Barbar Level 47, also gleich kann ich die auch tragen. Und der Barbarenspeer habe ich, glaube ich, schon im letzten Part gezeigt, also wie man ihn bekommen haben. Das sieht man im ersten Part. Jo. Also. Gut. Eben, also es ist jetzt gerade momentan halt ein bisschen blöde, dass ich nicht so viel livestreamen kann. Es ist wirklich eine Mega-Hitze jetzt momentan im Sim. Das müssen wir dann halt einfach ein bisschen verschieben. Ich level ja weiter und dann haben wir wirklich viel Spaß dann, wenn ich Level ja, 50 plus bin oder noch höher. Wird nicht so lange dauern, denke ich mal. What? Warum kommt hier auch noch eine Quest? Zuerst müssen wir die Quest erledigen. Boah, das sind noch viele. Also ich wusste, dass ich den Golem hier besiegen muss, aber nicht, dass wir dort noch zwei, drei Quests vorher gemacht haben müssen und jetzt noch mehr Quests bekommen. Wow. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Also, müssen wir da etwas Bestimmtes machen? Ich glaube, das ist ein bisschen schwer. Ich probiere es mal. Wird sicher gehen, aber ja, wird sicher nicht gehen. Ja, weiß es doch nicht. Wir probieren alles aus. Und sterben halt. Ein bisschen Schaden machen wir schon. Ja, würde ungefähr gehen. Aber komm, nicht nachlassen. Weiterkämpfen. Ja, er geht. Gut. Blöder Golem. Oh, der macht aber langsam auch ein bisschen Schaden. Wird knapp. Schnell höher Schaden machen. Und dann nochmals dann. Wenn das wieder nicht geht, ey. Ah, ich mach doch noch ein bisschen mehr Schaden. Gut. Oh, knapp. Aber nochmals dann am Schluss. Und dann Last Hit. Wie ich einfach den noch ein bisschen genervt habe am Schluss. Aber gut, wir haben es geschafft. Ja, bekommen gar nicht viele Erfahrungspunkte. Ja, dann müssen wir das hier rein tun. Und jetzt ist, glaube ich, die Kiste leer. Ja, ich muss unbedingt dorthin. Und dann müssen wir noch nach Beka. Okay. Ja, was haben wir denn für Minuten? 13 Minuten, okay. Ja, 13 Minuten. Dann können wir noch den restlichen Teil ein bisschen an den Schlachten mitmachen. Wir werden einfach mal dorthin gehen, wo Spieler auch sind. Wahrscheinlich im Bind ist, ja, ist jetzt nicht die erste Wahl. Wenn jetzt irgendwas neu erobert wurde, dann können wir mal dorthin gehen, aber es ist halt einfach auch gefährlich. Der Bleatox und der andere, also der andere Charakter von Bleatox ist nicht da. Knuffel eventuell. Knuffel ist ja der oder die, also es ist eine die als Charakter, aber meistens spielen es halt erst, wo uns immer wieder geholfen hat beim Anhänger. Und das ist natürlich schon cool, wenn wir mit ihr mitspielen könnten. Noch ein bisschen mehr machen würden. Ich würde dann auch gerne schauen, wo, ja, sagen wir mal, sie in einer Gilde ist. Also in welcher Gilde sie ist, weil ich habe jetzt mehrere Tage nicht mehr eine deutsche Gilde gesehen, die aktiv ist. Ich glaube, da oben ist niemand mehr. Ach Mist. Ah, es ist wieder unten in der Kirche, also in dem großen Gebäude hier. Scheinbar ist es eine Art Schloss. Also richtig einordnen kann man es halt nicht. Also innen sieht es eher aus wie eine Kirche. Und das ist eine Art Kapelle, also so ein Holzig halt. Ja, wie halt die Wikinger manchmal hatten, so Ausstellräume. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir dort oben noch eine Quest haben.
Aber ich gehe jetzt zuerst nach Birka und dann gehe ich vom Birka wieder nach oben, weil dann ist es einfach ein bisschen kürzer. Ich mag es eher, wenn ich da ein paar Sachen kombiniere dazwischen. Und nicht immer ständig irgendwie von Ort zu Ort gehen, wo er auch weit ist. Ja. Ja, morgen gibt es wieder 150 Xymarin, das ist super. Also es wächst, weil sonst habe ich immer nur 50 Xymarin bekommen. Und auch nicht zwei Kisten in einem, also in 2 Tagen. Weil eben wir sind jetzt schon lange immer wieder online. Also ich glaube, wir sind ungefähr am 15. Tag oder am 20. Tag. Wann haben wir angefangen? Am 17. oder so. 17. Mai, glaube ich, haben wir angefangen mit diesem. Also, ja, mit dem Account auf Ra. Genau. Zuerst und dritte und danach noch im Baba. Meistens noch etwas dazwischen und es lohnt sich schon, jeden Tag reinzuschauen. Mal schauen, was dann für Belohnungen später kommen. Vielleicht noch bessere Kisten oder einfach mehr Magnaniten oder eben so die Boxen. Allerhand, also. Ich bin froh, dass sie wenigstens so etwas reingetan haben, dass es die Spiele einfach noch wenigstens einmal pro Tag versuchen reinzukommen. Weil eben es ist, ja, sie machen nichts. Sie haben jetzt angekündigt, sie würden ein paar neue Quests machen, aber die brauchen wahrscheinlich bis zum Winter. Sie haben gesagt, im Sommer soll es kommen, aber wenn so wenig angekündigt wurde, dann wird es wahrscheinlich Herbst oder Winter. Oh, unten hin müssen wir, okay. Aber das ist halt wieder eine Quest, die uns nicht so weiterhilft. Und ich möchte gerne noch eine Reisquest haben, also gehen wir noch nicht noch dort oben. Dürfen mir gerne dann manchmal noch sagen, dass ich die Quest dort oben noch habe. Also ich werde sicher nochmal durchlaufen. Und ja, mal schauen. Ah ja, die Schlangenquest, die so nervig ist mit 25 Schlangen töten, die kaum spawnen, habe ich jetzt vorher auch noch gemacht. Aber dann war ich fix und fertig und habe so ungefähr eine Stunde Pause gemacht. Weil es ist extremst. Also du kannst kaum lange spielen, Regnum pro Tag. Das geht so langsam wirklich manchmal ins Extreme rein. Deshalb sind viele Leute wahrscheinlich auch ein bisschen depressiv und psychisch krank oder so. Und müssen halt andere Leute killen, die leveln. Leveler-Killer halt. Es sind momentan extrem viele online. Aber eben, das sind halt schwache Leute, die werden halt runtergezogen. Und denen muss man halt einfach aus dem Weg nichts anerkennen. Also, wenn jemand stirbt, dann halt einfach, weil man ja, einfach mal Pech hatte. Und nicht, weil du schlecht bist. Aber die Leute denken immer, ja, du bist schlecht und du spielst dort einige Zeit nicht mehr und so weiter. Du bist halt noch low-levelig. Heute bin ich zwar jetzt nicht gestorben, aber gestern bin ich zweimal gestorben wegen Level Killer. Weil ich halt draußen gelevelt habe beim Vulkan. Hier oben habe ich gelevelt und dann sind 2 Jäger gekommen. Also ungefähr mit 4 Stunden Abstand, aber ja, es ist halt einfach so. Er ist halt gekillt in einem RFS-Spiel. Aber das sollte euch doch nicht so deprimieren. Ich weiß nicht, wieso von 7 Leuten. Bloß dann später noch 2 oder 3 alle aufgehört haben plötzlich. Der Ankerok ist noch aktiv, aber auch nicht so lange. Und der Mirmir ist offline, ja. Litox und dem Pablo ist jetzt auch nicht mehr so viel online. Zwar war er gestern noch mal ein bisschen online wegen dem Event, aber der hat nur Event gemacht. Also es ist halt schade, dass die Leute so früh aufhören. Das Spiel ist halt nicht so, ja, spaßmachend. Da müssen sie einfach durchbeißen oder halt eben doch aufhören. Aber eben, es schadet damit einfach die Freunde noch mehr, oder? Also, ich würde jetzt lieber dranbleiben, als Langeweile zu verspüren. Weil ich tue immer die Langeweile wegschütteln. Ich tue meistens Musik hören und Let's Plays oder Livestreams schauen. Einfach ablenken und weiterbeißen, weiterbeißen.
Jo. Ist halt so. Ist halt so. Das Spiel wird sicher besser. Aber wir müssen Geduld haben. Die Entwickler sind halt wirklich stumm. Es sind schon alle Entwickler bei Regnum dumm gewesen. Weil sonst würden sie nicht so einen Schaden anrichten. Was die jetzt anrichtet haben mit dem Hexer. Ich weiß nicht, wie lange es schon her ist, aber der Hexer wurde plötzlich so mega stark. Keine Ahnung. Aber der Hexer war sonst nie stark. Also er war mittelmäßig. Er hat halt eine blöde Reichweite. Aber dass jetzt so viele wieder Hexer spielen und einfach die ganze Zeit nur stunnen, ist schon schlimm. Und dann blockieren sie immer die Mittelinsel, wo das Event ist. Es sind immer Syrten dort. Ein Jäger und ein Hexer reichen aus, um die meisten Spieler zu töten. Weil dauerst dann. Du stunst die Gegner dauernd. Es macht einfach so keinen Spaß. Ich muss echt wieder Dinge reintun. Sag nochmal. Was schreibt er? Quento es Espada. Manchmal denkst du wirklich, das Spiel ist nur fürs Handeln gut und mehr nicht. Ja, die Leute wollen gerne etwas verdienen, aber verdienen es nicht. Also, eben sind halt einfach Leute, die nur handeln wollen und dann halt andere nerven. Weil so kommen sie eigentlich auch nicht so schnell weiter. Naja, man sieht's ja, die meisten hören sofort dann wieder auf, wenn sie irgendwas nicht handeln konnten oder so. Ich sehe nie die meistens die gleichen. Also im Handelschat, die zwei kenne ich überhaupt nicht. Und sonst spammen eigentlich nur ein paar Bots herum. Es ist wirklich gar nichts mehr los hat. Und da sieht man einfach, dass es halt nicht so gut läuft. Okay, wir haben die Quest abgeschlossen, das ist gut. Und auch bald eben Level 47. Was haben wir jetzt bekommen? Level 39, Mann, sind die schlecht. Ja, ich mache das auch dann später nochmal. Also wir werden wahrscheinlich jetzt nichts finden. Ja, die haben die grünen Schildkröten werden nicht mehr lange gekillt von mir. Deshalb mache ich die Quest nicht mit dem 400. Das dauert viel zu lange. Und sonst. Ja, ist momentan wirklich nichts anderes da von den Grünen. Oh, da war etwas. Also mache ich das später. Oder einfach noch kurz zum nächsten. Ich glaube, das wird ja nicht mehr so lange dauern, machen wir das. Weil die anderen. Weil die anderen sind halt einfach zu viele, wo man farmen kann. Da müsste man noch viel länger farmen. Also, wir haben noch eine Quest übrig. Dann holen wir sie gleich mal noch kurz. Ja, dann mach ich einfach noch einen Part dann, hä? Okay. Einfach dann noch mal einen Part machen. Ich gehe hinten durch, komm. Ist ein bisschen kürzer. Na, jetzt hier hoch und dann oben beim Portal durch ist es ein bisschen, ja, verliert man halt zu viel Zeit. Jo, dann lebe ich fleißig weiter, damit ihr natürlich auch etwas zu sehen bekommt. Und haben dann Spaß mehr VR. Ich kann wirklich auch viele Leute hochleveln. Also, ich kann all die Rohstoffe geben, damit ihr mit Reichsquests hochlevelt. Und sonst halt einfach etwas ausgeben, oder? Ihr müsst halt einfach etwas ausgeben, um Erfolg zu haben, aber das ist ja nicht so viel. Ihr kauft ja wahrscheinlich auch irgendwie so 70, 80 € teure Spiele. Dann könnt ihr mal 80 € für Regnum ausgeben und habt eventuell noch mehr Lust, weil RVR, oder? Also bei mir lohnt sich sicher, noch mehr Geld auszugeben. Ich habe zwar jetzt schon ja, ungefähr 75 bis 80 ausgegeben. Aber eben, ich kaufe mir keine anderen Spiele, also kann ich all das Geld in das Spiel reinsetzen. Weil es lohnt sich dann schon wieder.
Auch wenn du dann wieder ein bisschen mehr Lust den anderen gibst, oder? Du musst halt einfach bedenken, dass ihr nicht der einzige Mensch auf diesem Server seid. Die anderen lassen sich sicher auch ein bisschen motivieren damit. Jo. Und dann eben eine deutsche Gilde aufmachen und richtig viel Spaß haben. Das ist so ungefähr mein Ziel. Und ja, ich hätte gerne noch ein paar Supporter, die für mich ein bisschen handeln, weil es ist schon ein bisschen blöde, dass ich so wenig Motivation habe. Vielleicht kann mir ja jemand mal ein paar Tipps geben, auf was ich schauen sollte als Baba. Ich möchte schon ein bisschen defensiver auch sein. Also wenn ich jetzt irgendwie etwas ganz Starkes nehme, dann muss ich halt irgendwo anders ein bisschen defensiver sein. Und das ist halt das Blöde, das Problem, dass man halt so wenig sind und so viele Syrten, dann musst du einfach defensiver sein als offensiv. Ja, ah, da ist auch noch ein NPC. Ah, hier hinten dran. Okay. So, wieder nach oben. Nö, irgendwas an. Artefakte Teleportation. Muss irgendwo hier sein. Das da? Ja. Ein Portal. Dann kommt man raus, glaube ich, kurz vor der Mauer. Links. Nein, rechts. Doch links. Torkuls Wut, okay. Also rechts. Jetzt müssen wir noch rein dort. Okay. Und eben hier habe ich gelevelt, das sind ein paar relativ gute Gegner hier. Die Ätis sind nicht so schwer, auch wenn sie gelb sind, aber die schwarzen Gryphen da, die machen einfach ein bisschen zu viel Schaden, weil sie zu schnelle Angriffsgeschwindigkeit haben. So, ist auch nichts aktiv, weil der Torkoal momentan nicht hier ist. Ja. Gut. Ja, das Level schaffe ich halt nicht mehr im Part. Aber ich schaue, dass ich dann einfach in der Nacht noch ein bisschen aufnehme, dass ihr das seht, wie ich Stufe 47 werde. Und ja, die nächsten Level. Ich werde jetzt sowieso ein bisschen mehr machen. Ich werde wahrscheinlich auch schneiden müssen. Und jetzt müssen wir da unten durch. Ja, ist ja auch nicht so schwer. Die andere Quest mit dem jungen Ignis Orc möchte ich dann eher morgen früh machen. Oder noch ein bisschen leveln. Weil du wirst relativ schnell von Jäger gekillt. Dort. Das ist klar. Weil die Syrten reiten auch immer dort durch. Und so weiter. Ja. So viele Spiele, die einfach den ganzen Tag nicht spielen. Ganze Zeit AFK sind. So schlimm. Da unten müssen wir reden, ja. Okay, zum Glück sind hier ein paar Spieler. Kann doch nicht sein, dass immer da Syrten sind. Das ist natürlich nicht so gut. So, jetzt haben wir 28 Minuten. Jetzt müssen wir nochmal dort rein. Oder wo müssen wir jetzt hin? Tollwütigen Werwolf töten. Also, dann mache ich halt auch wieder ein bisschen alleine. Ich glaube, innen sind die besseren Werwölfe. Wo ist denn sonst da unten und da drüben? Nee, lieber nicht. Lieber nicht da drüben. Aber ich möchte eigentlich nicht länger als 30 Minuten machen, weil YouTube braucht immer viel länger für so viel Zeit, oder? Ja, also, ich mache die Quest fertig, die wird wahrscheinlich jetzt aufhören und dann gebe ich sie ab, damit ich noch ein bisschen mehr Fang habe. Sonst gibt es, glaube ich, keine besseren Quests mehr. Also wahrscheinlich nur noch kleinere Quests oder so. Ja, müssen wir halt einfach dann warten, bis wir dann tollwütige Werwolf gehen. Ja. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Tschüss.